So, willkommen zurück. Ich hoffe, Sie, ihr konntet alle die Pause ein wenig nutzen, frische Luft zu schnappen, eine Erfrischung zu holen, anderweitig Energie zu tanken. Ich muss sagen, ich bin immer noch energetisch sehr aufgeladen von all den ganz tollen Beiträgen unserer frisch bilanzierten Unternehmen. Ich fand das wirklich grandios, auch die Vielfalt und die ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die wir da teilen konnten. Und insofern freue ich mich natürlich, dass wir jetzt so ein bisschen zum inhaltlichen und thematischen Schwerpunkt der heutigen Veranstaltung kommen. Der Bernd Hümmer hat ja vorhin darauf hingewiesen, dass bei allem Engagement und bei all den tollen Dingen, die die Unternehmen machen und wir natürlich auch versuchen in der Gesellschaft und mit vielen Akteurinnen zu erreichen, es eben schon auch darauf ankommt, dass sich die Rahmenbedingungen verändern. Und ein Thema, das mit den Rahmenbedingungen auch viel zu tun hat, ist im Prinzip natürlich, inwieweit die finanziellen Strukturen, insbesondere die Finanzmärkte, hier eben auch die Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung einer enkeltauglicheren Wirtschaft eben auch mit beeinflussen können und insbesondere natürlich im Moment bei einem der ganz großen Fragen und Themen, mit denen wir uns alle beschäftigen, nämlich die Erreichung der Pariser Klimaziele. Und man kann sicherlich heute sagen, dass ganz viele Unternehmer und auch das hat der Bernd Hümmer ja vorhin erwähnt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft alle verstanden haben, dass wir hier für unsere Zukunft, glaube ich, es schaffen müssen, diese große Herausforderung zu meistern. Das spiegelt sich jetzt auch eben politisch in dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wieder, aber eben auch die EU sucht nach effektiven Hebeln, wie sie diese große Transformation, wie Blanka es ja auch vorhin genannt hat, befördern können. Und in Bezug auf die Steuerung auch der Finanzmärkte gibt es so ein Stichwort, das heißt Taxonomie. Das ist die europäische Verordnung um ein EU-weites Klassifizierungssystem für die Bewertung ökologischer Nachhaltigkeit von wirtschaftlichen Aktivitäten zu etablieren. Und da eben wirklich Investoren zu motivieren und zu stärken, die grüne Investitionen transparenter und attraktiver machen und eben Anleger auch vor Greenwashing schützen. Und in diesem Sinne geht es eben darum, sowohl positiv zur Erreichung von ökologischen Zielen, vor allem Klimazielen beizutragen, aber eben auch keine negativen, nachhaltig schlechten Effekte und Wirkungen weiter zu befördern, also im Prinzip nicht noch mehr Schaden anzurichten, als wir eh schon angerichtet haben, und aber auch soziale Mindeststandards einzuhalten. Dass das eine sehr schwierige Diskussion ist und auch, sag mal, eben mit ganz vielen Zielkonflikten zu tun hat, das kann man aktuell bei diesem Thema eben sehen an der Behandlung der Atomenergie. Und ich glaube, da sind wir eben im Moment auch mit unserem Diskussionsthema heute top aktuell. Und man wird sehen, was hier noch an Fragen und an Auseinandersetzungen, glaube ich, hier geführt werden muss. Aber auch Banken, und damit sind wir bei einer ganz wichtigen Berührungsgruppe, die natürlich auch für alle Unternehmen hier eine Rolle spielen, müssen zukünftig ihr Kreditportfolio nach den sogenannten ESG-Kriterien bewerten. Und damit müssen Kreditnehmer, und das sind wir als Unternehmer ja alle, eben auch über die Nachhaltigkeitswirkungen unserer Geschäftstätigkeit berichten. Und das wird sicherlich erstmal die größeren Unternehmen betreffen, aber später eben auch die kleineren. Und die GBÖ ist hier ganz intensiv dabei, die Gemeinwohlbilanzierung eben auch konform mit diesen zukünftigen Anforderungen zu machen, aber natürlich weiterhin auch der Maßstab zu sein für den höchsten Standard einer umfassenden ethischen Berichterstattung.
Können also Geldanreize und finanzielle Lenkungsimpulse wirklich einen wirkungsvollen Hebel darstellen, um Investitionen in den Unternehmen, um Start-ups und neue Innovationen schneller für klimaneutrale Lösungen da auch zu incentivieren? Können Sie die Umstellung auf eine klimaneutrale und nachhaltige Produktion, also Produkte, Prozesse beschleunigen, klimaschädliche Aktivitäten und ökologische, soziale Risiken mindern oder zumindest verteuern und belasten? Das ist die Frage, die, glaube ich, jetzt im Raum stehen soll. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Christina Jeromin, Patricia Kuttenlochner und Johannes Ernstberger drei ganz tolle Referentinnen und Diskutantinnen gewinnen können, konnten, die uns jetzt mal einen Überblick geben und uns dann auch, glaube ich, so ein bisschen einführen, was das in der Praxis bei Banken, bei Unternehmen bedeutet. Und insofern möchte ich Sie alle auch ganz herzlich einladen, nachher auch mitzudiskutieren, glaube ich, eigene Erfahrungen und Beiträge hier mit in unsere Runde zu bringen. Und wie das jetzt in den nächsten 1,5 Stunden ablaufen wird, dafür gebe ich zurück an die Blanka, die uns jetzt auch noch mal ganz kurz in diesen Ablauf einführen wird. Wunderbar, vielen Dank, Markus, für diesen Überblick über ein wirklich komplexes Thema, das uns auch in der ganzen nächsten Zeit beschäftigen wird. Bevor ich allerdings das Wort an unsere Impulsgeberin gebe, auch hier wieder ein bisschen technisch-organisatorische Hinweise zur Orientierung für alle Teilnehmenden. Es ist ein bisschen anders als jetzt vorhin während der Würdigung und deswegen lohnt es sich doch nochmal drauf zu schauen. Also einfach für alle neu dazugekommenen die Information. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und ist dann später auch öffentlich in YouTube einsehbar. Einfach dies nur nochmal so als Anmerkung und auch zur Bewusstmachung. Und es sind alle zunächst mal nicht sichtbar bis zu dem Zeitpunkt, wo sie namentlich aufgerufen werden oder wo sie eben dann auch die Rolle einnehmen des Keynote-Speakers. Also insofern alle erstmal nicht sichtbar. Und in dem Moment, wo eben ein aktives Mitwirken möglich ist und eingeladen ist, wird sozusagen dann auch das Bild öffentlich und damit natürlich auch aufgezeichnet. Einfach nur zur Bewusstheit für jeden von uns. Anders als zuvor ist die Chat-Funktion jetzt deaktiviert. Es war so ein bisschen auch Wunsch, dass wir uns wirklich auf die Impulse und auch auf die Eingaben unserer beiden Interviewpartner gut konzentrieren können. Hingegen jetzt auch für Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen in der Fragen- und Antworten-Funktion, die Sie in der unteren Leiste in Ihrem Zoom-Bildschirm sehen können, F und A. Und dort klicken Sie drauf, stellen eine Frage. Und wir bemühen uns, Fragen zu einem bestimmten Zeitpunkt reinzuholen, wo es uns passend erscheint. Technische Fragen werden sowieso sofort im Hintergrund gelöst. Also was heißt sofort, aber so bald als möglich. Ich möchte jetzt keinen Leistungsdruck im Hintergrund aufbauen, aber so, dass sie, das läuft einfach sozusagen parallel. Und dann haben wir ja noch eine Besonderheit in dieser Veranstaltung. Wir haben ein elektronisch-digitales Fishbowl ermöglicht. Und in diesem Fishbowl schauen wir auch die Fragen und Antworten durch, laden Teilnehmende aktiv ein, mit unseren Impulsgebern und Interviewpartnern mitzudiskutieren, beziehungsweise, ich mag das Wort diskutieren, um ehrlich zu sein, gar nicht so gern, weil es geht ja hier nicht um Diskussion, sondern es geht darum, in Dialog zu treten und auch gemeinsam zu verstehen, anhand der Leitfrage unseres Vortrags, was ist tatsächlich anstehend, was wird wichtig. Und hier vielleicht einen kurzen Einblick, wie so ein Fishbowl funktionieren kann in echt, ist dieses Bild eben, wir sitzen im Außenkreis alle Teilnehmenden und im inneren Kreis seht ihr hier 6 Manschkerle, wie man so schön auf Bayerisch sagt, die sitzen im inneren Kreis und die sind diejenigen, die tatsächlich sprechen und auch sichtbar sind. 3 dieser Plätze sind für Frau Jeromin, für Frau Kuttenlochner und Herrn Ernstberger reserviert
und 3 weitere Plätze sind frei und können von euch eingenommen werden zu gegebener Zeit. Da würden wir euch aufrufen und einladen, einfach reinzukommen und mitzusprechen. Und wenn Ziel ist eigentlich die Vielfalt, eure Stimmen einzuladen. Und das heißt also, bei einem gewissen Zeitpunkt würde ich als Moderatorin auch die ein oder den einen anderen bitten, den Platz wieder frei zu machen für einen Nächsten, der eine Frage oder einfach mitreden möchte. Genau. Soweit hier zu diesen Hinweisen, war ein bisschen viel Input. Und deswegen gehe ich jetzt auch relativ zügig über die Agenda. Ihr habt schon die 3 Elemente schon mal gehört. Also zunächst mal ein Impulsvortrag von Frau Jeromin. Den stelle ich gleich nochmal im Detail vor. Und anhand der Beiträge oder anhand der Infos von Frau Jeromin werden wir in ein Doppelinterview gehen mit einer Bank. Frau Kuttenlochner von der Bayerischen Landesbank und Johannes Ernstberger. Beide werden ihre Perspektiven zum Thema Finanzen und Geld beitragen. Ich werde mit Interviewfragen da durchführen. Es wird ungefähr 20 Minuten gehen, dieses Interview. Und dann im Anschluss haben Sie, liebe alle, Gelegenheit mitzusprechen im Fishbowl. Das ist der letzte Teil unseres Nachmittags. Und am Ende zu wird uns Markus nochmal einen kurzen Überblick geben über den morgigen Tag, über das Programm. Und dann um 19 Uhr ist unser Programm dann auch beendet. Soweit zum Programm und damit habe ich jetzt die ganz große Freude, unsere Impulsgeberin auf die Bühne zu bitten. Und zwar, Christina Jeromin ist wirklich eine Größe im Zusammenhang mit Sustainable Finance. Ich glaube, jeder, der sich in dem Zusammenhang auseinandersetzt mit dem Thema, wird früher oder später über den Namen von Frau Jeromin stolpern. Und zwar viele, viele Jahre warst du, Christina, bei der Deutschen Börse tätig, insbesondere in der Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen und hast hier dann auch die Rolle übernommen, Head of Group Sustainability, konzernweit über das ganze Börsenunternehmen, die ganze Börse. Und seit 2018 wurde ja dann auch das Green and Sustainable Finance Cluster Germany ins Leben gerufen, bist du Geschäftsführerin. Und von 2019 an bis letztes Jahr sehe ich hier stellvertretende Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats Deutschland. Also ihr seht schon, ihr Lieben, alle eine wirklich fundierte Auseinandersetzung seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und Finanzen. Und natürlich jetzt mit der Aktualität, die diese Diskussion gewonnen hat, ein unglaublich wertvoller Beitrag, den du dort leistet für diese große Transformation. Und umso mehr freut es mich, dich jetzt in dieser Rolle hier auf der Bühne willkommen zu heißen. Und der Titel deines Vortrags lautet Vom Zweck zum Mittel. Wird Geld der wesentliche Hebel für eine klimaneutrale Wirtschaft? Ganz herzlich willkommen, liebe Christina Jeromin. Das Wort ist dir. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Blanka und euch allen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute dabei zu sein, mit Ihnen dann auch später direkt zu diskutieren. Und genau, wir sprechen heute über Sustainable Finance, ein Thema, das mich seit jetzt mittlerweile eigentlich rund 10, 11 Jahren eng begleitet und Sustainable Finance ja auch heute aufgrund der Taxonomie-Debatte, wie eben schon von Markus Hölzler gesprochen, in aller Munde, ist so ein bisschen so ein geflügeltes Wort. Und mir geht es jetzt erstmal darum, so ein bisschen zu definieren, was Sustainable Finance denn eigentlich bedeutet. Und zwar geht es bei Sustainable Finance darum, die Finanzbranche zu befähigen, den Strukturwandel, die Transformation in der Realwirtschaft, aber letztlich auch innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen gezielt zu begleiten. Und zwar durch Finanzierungsinstrumente und Strategien, die dabei helfen, Kapital direkt dorthin zu allokieren, wo es eben im Rahmen des Strukturwandels am dringendsten auch gebraucht wird. Das bedeutet, und da ist häufig so eine Art Missverständnis, das bedeutet ganz klar, Sustainable Finance ist nicht nur eine Finanzierungsmöglichkeit oder sieht nicht nur Finanzierungsmöglichkeiten
für bereits absolut grüne und nachhaltige Unternehmen vor, sondern eben auch in der Breite geht es darum, gerade Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen, die eigene Wertschöpfungskette auf einen 1,5-Grad-Pfad zu bringen, gerade die Herausforderung, die eigene Wertschöpfung mit den 17 Zielen der Vereinten Nationen in Einklang zu bringen. Gerade hier kann gezielte Finanzierung, eine gezielte Unterstützung durch Investorinnen und Investoren, aber auch durch gezielte Unterstützung seitens der Bank über entsprechende Rahmenbedingungen innerhalb der Kreditvergabe helfen. Und da ist eben die Frage, die sich die Finanzbranche jetzt seit einigen Jahren, auch wenn in Deutschland etwas zögerlicher als in anderen europäischen, internationalen Staaten, sich doch langsam die Finanzbranche in Deutschland die Frage stellt, wo stehen wir hier? Inwiefern sind wir bereits mit bestehenden Instrumenten in der Lage, diese Herausforderung anzunehmen und im engen Schulterschluss mit der Realwirtschaft durch diese Transformation zu gehen? Und wo bedarf es noch Nachbesserungen? Und diese Nachbesserungen, die können auf verschiedene Weise passieren. Das heißt, die passieren durch Innovations- und Expertiseaufbau in der Finanzbranche selbst, weil das muss uns hier bewusst sein, es geht hier nicht nur um das Managen von Risiken, sondern es geht ganz klar auch um das Erkennen von Geschäftschancen. Und auf der anderen Seite ist natürlich eine Innovation, ein Innovationsraum auch immer angereizt und natürlich mitbedingt durch klare regulatorische Rahmenbedingungen. Das heißt, auch die Politik, die RegulatorInnen haben hier eine Verantwortung, gemeinsam auch mit den Aufsichtsbehörden den Rahmen für den Finanzmarkt, die Finanzbranche so zu stecken, dass dieses befähigende Potenzial seitens der Finanzbranche maximal ausgeschöpft werden kann im Sinne der Unterstützung des realwirtschaftlichen Strukturwandels. Und hier geht es im Wesentlichen um die Frage ganzheitlicher Information. Also die Frage, wie bemessen wir Unternehmenswerte aktuell und wie kategorisieren wir die Transformation, die vor dem jeweiligen Unternehmen liegt, um mit besagten Zielen in Einklang zu stehen. Und das möchte ich hier nochmal betonen, das ist keine ethische und moralische Frage, sondern das ist im Wesentlichen, und das habe ich über die letzten Jahre in der Diskussion in der Finanzbranche auch gelernt, es ist im Wesentlichen eine ökonomische Frage, weil die, sagen wir mal, also die Möglichkeit eines Unternehmens, sich fit zu machen für die Pariser Klimaziele, in 1,5-Grad-Pfad in der eigenen Wertschöpfung einzuhalten und auch im Rahmen der anderen 17 Nachhaltigkeitsziele nicht nur keinen Schaden zu verursachen, sondern hier positiv beizutragen, ist am Ende eine Wettbewerbsfrage, ein Wettbewerbsfaktor. Und das rechnet sich dann letztlich vom einzelnen Unternehmen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und dann letztlich eben auch auf den Wirtschaftsstandort Europa als tatsächliche Profilierung, als Möglichkeit und als Zukunftsfestigkeit, die aus dieser Reise entstehen kann, aus. So, also ich sagte, es geht um Informationen und Daten und hier haben wir im Prinzip einen der zentralen Ansatzpunkte auch des europäischen EU-Aktionsplans zur Finanzierung von mehr Zukunftsfähigkeit in der Wirtschaft, nämlich die Frage, welche Daten geben uns überhaupt Aufschluss über den Transformationsbedarf eines Unternehmens und welche Daten geben dann der Bank, den InvestorInnen die Möglichkeit, diesen Strukturwandel innerhalb einer Wertschöpfungskette auch direkt zu begleiten, indem gemeinsam Ziele festgelegt werden, diese Ziele datenbasiert überprüft werden, wo kommt man da an der Erreichung voran, wo hapert es noch, wo muss nachgesteuert werden. Und diese Ziele, das sind diese ESG-Faktoren, von denen alle sprechen, also Environmental, Social und Governance Aspekte, die zusätzlich zu den klassischen Finanzkennzahlen mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken, wenn es um verantwortungsbewusste, vorausschauende und dann entsprechend eben auch erfolgreiche Investitions- und Kreditvergabeentscheidungen geht. Die Herausforderung bei diesen ESG-Informationen ist, dass sie zum heutigen Zeitpunkt noch nicht standardisiert vorliegen. Es gibt zwar seit 2017 die Verpflichtung für Unternehmen größer als 500 Mitarbeitende, relevante Informationen zu diesen Bereichen ökologisches, soziales und Unternehmensführung offenzulegen, also gelistete Unternehmen. Aber Sie sehen, der Scope ist hier noch sehr eng, also größer als 500 Mitarbeiter und vom
und von öffentlichem Interesse. Das hat zunächst nur wenige Unternehmen betroffen. Dadurch, dass die Unternehmen allerdings in ihren Lieferketten und in ihren Partnerschaften eng auch mit mittleren und kleinen Unternehmen zusammenarbeiten und hier letztlich die Information auch weitergetragen werden muss, hat auch diese ehemals Non-Financial Reporting Directive sich im Markt schon verbreitet. Sie sehen hier an der Beschreibung Non-Financial einen zentralen Fehler der EU-Kommission, nämlich diese Thematik mit einer nicht finanziellen Dimension zu labeln, was natürlich gänzlich falsch ist, weil ehrlich gesagt kann ich gerade von meiner Perspektive aus der Finanzbranche sagen, wenn diese Informationen nicht finanziell wären, das heißt, wenn sie keine Relevanz hätten für den unternehmerischen Erfolg eines Hauses, dann würde sich auch niemand am Kapitalmarkt, dann würde sich auch keine Bank, dann würde sich keine Versicherung für diese Informationen interessieren. Das heißt, wir befinden uns letztlich in einem Prozess, wo wir diese klassischen Finanzkennzahlen über die nächsten Jahre standardisiert erweitern werden, über relevante wesentliche Aspekte oder durch relevante und wesentliche Aspekte aus diesem ESG-Horizont. Und letztlich, wie gesagt, das dann im Verbund mit klaren Transformationspfaden und Zielen zu einer Überprüfbarkeit des Erfolges im Rahmen des Strukturwandels einer Unternehmung führen kann. Und hier ist dann eben die gezielte Begleitung eine Möglichkeit für die Unternehmen, sich durch diese Transformation zu finanzieren und die Bank eben nicht nur als Geldgeberin, sondern als tatsächliche Partnerin oder die Investorin, den Investor über den Engagement-Ansatz als tatsächliche Partnerin und Partner an der eigenen Seite zu wissen und so auch wieder diesen Schulterschluss zwischen Finanzbranche und Realwirtschaft wieder zu verstärken, weil genau hier dieser zentrale Nexus liegt. Jetzt ist es so, dass diese Informationen eben nicht standardisiert vorliegen, warum es ein Ansinnen der EU-Taxonomie ist, dass diese Informationen in eine einheitliche Definition gegossen werden. Herr Hölzer sagt das eben, aktuell beschäftigt sich der Vorschlag der Taxonomie vor allem mit der Frage der ökologischen Nachhaltigkeit, das heißt die sogenannte Social Taxonomy und auch eine standardisierte Definition von der Bedeutung von Unternehmensführungsaspekten für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen steht hier noch aus. Aber im aktuellen Fall sehen wir schon, dass gerade schon im ökologischen Bereich eine ungemeine politische Diskussion um die Frage entbrannt ist, welche Unternehmensaktivitäten denn nun als nachhaltig zu gelten haben und welche nicht. Ich selbst bin sehr besorgt über die Aufweichung der Taxonomie durch Atomkraft und Erdgas. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil wenn wir uns als Europäische Union letztlich vornehmen, diese gemeinsame Sprache zu definieren für diese Kennzahlen, die uns gemeinsam in den nächsten Jahren durch diese Transformation führen sollen, dann dürfen wir nicht schon am Anfang komplett mutlos sein. Dann dürfen wir nicht schon am Anfang letztlich alles grün anstreichen, von dem wir aber wissen, beziehungsweise die ExpertInnengruppe hat es der EU-Kommission empfohlen, diese Unternehmensaktivitäten auszuschließen, weil sie eben gegen verschiedene Kategorien der Taxonomie, wie zum Beispiel des Anspruches Do No Significant Harm, also keinen erheblichen Schaden, eben beispielsweise der Kategorie Waste, also Abfall, zu verursachen, was man jetzt zum Beispiel angewendet auf den Themenbereich Atomkraft eben nicht von der Hand weisen kann. Die Taxonomie, und das wird häufig verkannt, ist nämlich kein Instrument, um Finanzierung zu verbieten. Das heißt, alle Unternehmensaktivitäten, die nicht taxonomiekonform sind, werden trotzdem zukünftig sowohl privatwirtschaftlich als auch von staatlicher Seite finanziert werden können, weil das wir Brückentechnologien im Umbau unserer Energienetze brauchen, das steht außer Frage. Allerdings müsste das dann meiner Meinung nach und geteilt durch viele Expertinnen und Experten aus der Finanzbranche in einem extra Papier geregelt werden, müsste aber nicht in die Taxonomie geschoben werden, weil was passiert mit der Taxonomie, wenn sie definitiv auch nicht nachhaltige Unternehmensaktivitäten beinhaltet? Sie verliert an Glaubwürdigkeit und die Frage, ob tatsächlich der politische Mut da ist, diese Transformation gezielt anzugehen, das wird in Frage gestellt und das ist ein wirklich negatives Zeichen an den Markt. Weil wir haben es hier natürlich schon auch mit, sagen wir mal, anstehenden Anstrengungen seitens der Finanzbranche zu tun, diese Seite ihrer Wertschöpfung
zunehmend abzudecken. Das heißt, es gibt eine neue EU-Verordnung, die im August, September diesen Jahres in Kraft tritt. Hier muss Nachhaltigkeit zukünftig Teil jedes Beratungsgespräches gegenüber Privatkundinnen und Kunden sein. Hier brauchen wir natürlich Bildungsinitiativen im Rahmen der Finanzbranche, um diese Beratung adäquat wahrnehmen zu können. Aber wir brauchen eben auch verlässliche Standards, weil wenn Sie andere Menschen hinsichtlich deren Geldanlage beraten, dann müssen Sie doch rechtlich sicher sein. Und hier braucht die Finanzbranche einen klaren regulatorischen Rahmen, um das eigene Innovationspotenzial zu nutzen. In Deutschland sieht es aktuell so aus, dass wir im Rahmen des genannten Sustainable Finance Beirats, der 2019 ins Leben gerufen wurde und letztes Jahr im Februar 31 Empfehlungen an die alte Bundesregierung gegeben hat, um Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Standort zu machen, dass wir hier jetzt an der Schwelle stehen, dass die Politik diese 30 Empfehlungen aufnimmt und in tatsächliche strategische Maßnahmen überführt, um aus dem, sagen wir mal, Reden ins Handeln zu kommen und tatsächlich auch, um natürlich als Vorbild im europäischen Diskurs voranzugehen und hier die Standardisierung der Informationen im Finanzsystem weiter voranzutreiben und auch den eigenen Hebel über Finanzierung durch die öffentliche Hand zu nutzen, um Impulse Richtung Wirtschaft zu setzen, die den Strukturwandel, die Innovation, die Wettbewerbs- und Standortattraktivität anreizen. Wir haben jetzt im Koalitionsvertrag gesehen, dass sowohl das Ziel der alten Bundesregierung, Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Standort zu machen, beibehalten wurde. Genauso bekennt sich die neue Bundesregierung auch zum Sustainable Finance Beirat, der wohl seine Arbeit wieder aufnehmen wird, beziehungsweise dessen Gründung, Neugründung auch wieder geplant ist. Das heißt, hier sehe ich viele positive Impulse. Und wenn wir diese positiven Impulse gestärkt auch in die Europäische Union und in das internationale Umfeld tragen können, weil die Probleme, denen wir gegenüberstehen, die sind eben nicht nationaler Natur. Und Geldströme richten sich eben auch nicht nach nationalstaatlichen Grenzen, sondern sie sind international. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir für einheitliche und homogene Standards werben, um, und das wurde auch schon von Herrn Hölzel angesprochen, und damit würde ich gerne auch meinen Vortrag gleich schließen, um die Gefahr des Greenwashings zu minimieren. Weil das ist letztlich die große Herausforderung, vor der wir gerade stehen, wenn wir sagen, Geld hat eine zentrale Wirkung im Umbau unserer Wirtschaft und Gesellschaft und wir können es gezielt einsetzen. Dann muss da, wo nachhaltig und zukunftsfest draufsteht, eben auch genau das drin sein. Verwaschene Standards, Unsicherheiten im Markt, sowohl auf Finanzbranche als auch auf realwirtschaftlicher Seite, führen aber natürlich dazu, dass hier unter Umständen sogenanntes Greenwashing passiert. Und das muss noch nicht mal beabsichtigt sein, hat aber natürlich ein enormes Reputationsrisiko sowohl für die beteiligten Unternehmen als auch für das Thema Sustainable Finance in der Breite. Weil gerade jetzt diese Diskussion rund um die Taxonomie, und ich habe mein Thema, das macht man ehrlich gesagt sonst im Privaten nicht so häufig, weil über Finanzen, das ist dann doch irgendwie nicht so sexy, wenn man am Wochenende bei einem Glas Wein zusammensitzt, wird dann nicht häufig drüber diskutiert. Aber durch diese Taxonomie-Debatte dringt ja auch diese Sustainable Finance-Diskussion in unser aller Alltag. Und hier hat man dann schon gesehen, dass die Menschen häufig abwinken und sagen, das war doch eh klar, dass das nichts wird. Und die böse Finanzbranche, das große Casino, da wird doch letztlich auch nicht mit tatsächlich ehrlichen und redlichen Nachhaltigkeitsstandards gearbeitet. Und das ist eine große Gefahr, weil natürlich ist die Reputation der Finanzbranche in Gefahr. Genauso ist die Reputation der Realwirtschaft gefährdet hinsichtlich ihrer tatsächlichen Aktivitäten auf Strukturwandel. Und was wir alle dabei verspielen, ist die Möglichkeit, ein Finanzwesen aufzubauen, das uns hinsichtlich unserer Zukunftsfähigkeit gezielt unterstützt. Und hier gibt es ja letztlich eben die Ebene der Mainstream-Investorinnen und Investoren. Es gibt die Ebene
der Banken. Und das trägt sich ja alles runter bis zu uns Bürgerinnen und Bürgern als Privatkunden der Finanzbranche. Und gerade wir als Privatkundinnen und Privatkunden brauchen Sicherheit in dem Moment, in dem andere Menschen unser Geld für uns anlegen beziehungsweise uns hinsichtlich unserer eigenen Anlagestrategien beraten. Vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass wir uns alle im realwirtschaftlichen wie auch im finanzwirtschaftlichen Bereich in unserem alltäglichen Tun für ambitionierte Standards einsetzen, aber auch hier die Verantwortung der Politik einfordern, uns diesen Rahmen zu geben, um diesen Strukturwandel gezielt bestreiten zu können. Und ich glaube, jetzt bin ich durch mit meinen 20 Minuten, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Christina. Eine Punktlandung, Wahnsinn, vielen Dank, das war super spannend. Ich habe mir einige Notizen im Hintergrund gemacht. Tatsächlich haben wir keine Fragen im Chat oder in den Fragen und Antworten, was mich ein bisschen verwundert bei der Spannung, bei dem spannungsreichen Thema. Ich habe verstanden, natürlich ist die Finanzwirtschaft hat einen Riesenhebel zur Transformation unserer Wirtschaft und auch um eine klimaneutrale Wirtschaft zu gestalten. Gleichwohl haben wir noch einiges an Weg vor uns, auch wenn die Anfänge, ja, sag mal, gemacht sind und auch ein gewisser politischer Wille dafür da ist. Ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich über die ganze Breite der EU und über die Breite aller Teilnehmenden ein Regelwerk zu finden oder auch einen Weg zu finden. Das wird die Herausforderung sein. Und umso spannender ist es, wenn wir jetzt auch zwei Teilnehmende, es ist immer noch keine Fragen im Chat, deswegen schreite ich jetzt einfach mal voran. Zwei Teilnehmende, die du jetzt auch schon angesprochen hast, also A, ein KMU, den Johannes Ernstberger, den haben wir heute im ersten Teil des Nachmittags schon gehört und gesehen, der sich auf den Weg der Nachhaltigkeit gemacht hat, auf die Bühne zu bitten und herzlich einzuladen. Sehr schön, vielen Dank, Johannes. Und umso spannender jetzt natürlich auch eine Vertreterin der Banken, die hast du auch schon angesprochen, die auch einen großen Weg noch vor sich haben. Wir haben die Patricia Kuttenlochner als zweite Interviewpartnerin gewinnen können. Sie ist von der Bayerischen Landesbank und dort zuständig für das Thema Nachhaltigkeit. Ich sehe jetzt hier eine Frage. Der Chat ist deaktiviert, das ist richtig, aber über Fragen und Antworten können Sie Ihre Fragen bitte einreichen. Liebe Christina, der Plan ist folgender in der Agenda, dass du jetzt für einen Moment lauschen darfst, den beiden Interviewpartnern oder der Partnerin und dem Partner, und wir dich so in 20 Minuten wieder zurückholen auf die Bühne ins Fishbowl. Jetzt warte nur mal ganz kurz. Okay, aber die Frage, die kriegen wir auch später. Prima. Vielen herzlichen Dank, dann bis gleich. Gut, jetzt versuche ich die Ansicht noch mal ein bisschen anders zu machen, damit ich Sie beide, Patricia und Johannes, gut sehen kann. Wir dürften nun beide eure Stummschaltung aufheben. Schönen guten Abend. Ja, herzlich willkommen. Hören und sehen. Ganz wunderbar. Genau. So, jetzt sehe ich natürlich noch einige Kacheln offen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung und ihr könnt auch mich gut sehen. Ja. Alles gut. Ich sage vielleicht nur noch mal ganz kurz ein paar Worte. Patricia Posch heißt du ja jetzt, du bist ja angekündigt als Frau Patricia Kuttenlochner. Ich habe gehört, du hast ein sehr freudiges Ereignis hinter dir. Herzlichen Glückwunsch noch zur Heirat. Nur, dass eben die Teilnehmenden im Hintergrund auch wissen, dass es hier kein Fehler ist, sondern dass es tatsächlich einen neuen Namen gibt. Ja, Bayerische Landesbank, du bist ja Bayerische Landesbank ist im Eigentum, quasi im Großeigentum des Freistaats Bayern sozusagen, also auch des Sparkassenverbunds. Und damit bist du natürlich auch, hast einen breiten Einblick über das, was in den Banken auch passiert oder passieren muss. Vom Verband müssen ja auch Vorgaben gemacht werden in die einzelnen Banken hinein. Ist auch ein weiter Weg und umso schöner, Patricia, dass du sozusagen aus Sicht der Banken heute deine Perspektive einbringst zu der Fragestellung, wie gestaltet sich diese Transformation real? Und du, lieber Johannes Ernstberger, wir haben dich ja heute schon gehört, wunderbaren Beitrag und Einblick
in das Thema Notwendigkeit und Enkeltauglichkeit von Unternehmen, was ihr da angepackt habt und auf welchen Weg ihr euch da gemacht habt. Und schön, dass wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, hier in Austausch zu kommen. Ich gucke mal hier, ob es da schon eine Frage gibt. Ja, das ist schon mal eine ganz spannende Frage. Von Bernd Hümmer sehe ich das, Patricia, und ähnlich hätte ich sie auch gehabt. Inwieweit ist das Thema Nachhaltigkeit denn überhaupt schon bei den Banken konkret angekommen? Ich kann mich erinnern, 2019 gab es ein Merkblatt der BaFin bereits, also wurde das schon so langsam angekündigt. Also es ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen und jetzt haben ja nicht alle nur auf die Taxonomie gewartet. Aber inwieweit ist denn da schon Bewegung im Thema und was wird real auf Unternehmen zukommen in der nächsten Zeit? Ja, sehr gerne. Gute Frage. Also vielleicht eines noch vorweg genommen. Die Bayerische Landesbank ist quasi die Hausbank für die Freistaat Bayern und auch die Hausbank für die Sparkassen und ist ein Teil der Sparkassenfinanzgruppe. Das heißt, wir haben uns das auch so aufgeteilt, dass die Bayerische Landesbank quasi große mittelständische und Corporate-Unternehmen finanziert. Ich selbst komme aus dem Kreditkundengeschäft und bin jetzt seit gut einem Jahr in unserem Stab Nachhaltigkeit. Und die ganzen kleineren KMUs werden quasi von den Sparkassen übernommen. Und da, glaube ich, sieht man schon, dass gerade die großen Banken sich natürlich schon sehr intensiv und auch lange mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Bei der BaFin ist es so, dass wir schon seit über 20 Jahren ein eigenes Umweltschutzmanagement aufgebaut haben. Das ist die eine Seite, der Betrieb. Und jetzt wird quasi das Geschäft immer relevanter. Und ich habe mich selbst gefragt, wann ist denn eigentlich dieser Punkt gewesen, als das Thema Nachhaltigkeit, wir haben früher immer gesagt, das ist so quasi die Orchidee, die auf dem Büroregal steht, wann das Ganze denn eigentlich so an Fahrt aufgenommen hat und bin darauf gestoßen, dass das 2015 gewesen ist, als das Pariser Klimaabkommen entschieden wurde. Und in dem Artikel 2 ist genannt, dass Finanzströme quasi gelenkt werden müssen, umgelenkt werden müssen in nachhaltige Finanzierungen. Und das war sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass man angefangen hat, sich Gedanken zu machen, wie schaffen wir es denn, diese Finanzströme dann auch entsprechend quasi zu lenken. Und gerade wir als BaFin sind in einem wirklich großen, zunehmend unübersichtlicher werdenden regulatorischen Rahmen eingebunden. Und man kann sagen, die 2020 war vielleicht noch so ein Jahr, wo man diese ganzen Anforderungen aus der Regulatorik an Nachhaltigkeit noch mit mittelmäßigen Aufwendungen gut hat bewältigen können. Und jetzt hat das Ganze so an Fahrt aufgenommen, dass jetzt wirklich alle Banken ordentlich quasi investieren müssen in dieses Thema, um dann auch entsprechend dem EZB-Klimastresstest zum Beispiel, der jetzt heute gestartet ist, haben heute die Info raus, um solchen Dingen dann auch standhalten zu können. Ja, wir haben ja auch von Christina eben gehört, also das, was wichtig ist, ist das Thema Bildung, also auch Bildung für Nachhaltigkeit innerhalb der Banken, weil ich glaube, da gibt es kein, also nicht flächendeckend ein gleiches Verständnis, um es eben auch in der Beratung einfließen zu lassen. Gleichzeitig auch die Bewertungskriterien anzupassen, also inwieweit fließen ESG-Kriterien dann eigentlich auch überhaupt ein in die Bewertung einer Finanzierung. Und da würde mich jetzt interessieren, lieber Johannes, ich meine, du bist ja ein gestandenes Unternehmen, du hast ja auch Hausbanken, mit denen du zu tun hast, ihr führt jährlich Bilanzgespräche und so weiter. Inwieweit kommt das Thema eigentlich von deinen Hausbanken real bei dir an? Also inwieweit spürst du, dass es da tatsächlich Veränderungen gibt? Ich könnte jetzt gehässig sein und sagen, es kommt insofern an, dass mir mein Banker ganz stolz als Geschenk ein Glas Honig mitbringt vom regionalen Imker und das als große Nachhaltigkeitsleistung der Bank präsentiert. Nein, also so, das war jetzt sehr, sehr bespitzt formuliert. Es ist schon ein Thema. Aber real wirkt sich es noch nicht aus. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt bei unserem am Firmenstandort ordentlich investiert in den letzten 3 Jahren, fast 30 Millionen Euro. Und davon natürlich nicht alles aus eigener Tasche, sondern auch von unseren beiden regionalen Hausbanken finanziert. Und wir haben sicherlich jetzt keine schlechten Konditionen bekommen, aber das lag nicht daran, dass wir jetzt so besonders nachhaltig wirtschaften, sondern weil wir eben nachhaltig wirtschaften momentan einigermaßen erfolgreich sind und dadurch ein gutes Rating bekommen. Aber die Nachhaltigkeitsleistung an sich,
die wird da, spielt da momentan noch 0,0 eine Rolle. Man spricht es an. Und wenn ich danach nachfrage, wie sehen Sie die Perspektive, wenn ich unseren Sparkassenvorstand dann frage, ja, ab wann wird das überhaupt sich mal auswirken auf unsere Zinskonditionen und so weiter, dann ist da noch betretenes Schweigen. Ja, du sprichst etwas an, was ich wirklich spannend finde. Also was würdest du dir denn auch wünschen als Unternehmer, dass sich entsprechend auch verändert? Ich meine, du hast dich auf den Weg der Nachhaltigkeit begeben und jetzt auch bist gemeinwohl bilanzierendes Unternehmen. Also du hast ja einiges an eigenständiger Anstrengung unternommen, obwohl es noch gar nicht gefordert wird von dir, einfach weil du auch die Geschäftschancen erkannt hast. Was würdest du dir denn von deinen Finanzierungspartnern, also insbesondere auch von deinen Banken da eigentlich konkret wünschen? Ja, also schon, dass genau diese ganzen Leistungen tatsächlich auch in den Konditionen sich irgendwo widerspiegeln, weil nicht alles, was wir tun, hat jetzt direkt dann wieder Auswirkungen auf unseren wirtschaftlichen Erfolg. Also wenn ich jetzt, Artenvielfaltsprojekte unterstütze und bei unseren Landwirten direkt die, bei denen Heckenpflanzaktionen, Blühstreifen, was ich was finanziere, dann ist das dann zunächst mal ein Wirtschaftsgut eigentlich, das aber nirgendwo in der Bilanz oder sonst irgendwo auftaucht. Und ich denke, dass das schon ein Weg sein muss, sowohl für Unternehmen, die so etwas unterstützen, als auch die es dann umsetzen, also auch in der Landwirtschaft, dass so etwas nicht nur als eine nette Aktion für unsere Enkel gewertet wird, sondern als tatsächlich zu bilanzierendes Wirtschaftsgut. Ich kann das gut nachvollziehen, Johannes, wenn ich da ganz kurz reingehen darf. Aber jetzt seid ihr natürlich ein Leuchtturmunternehmen, das seiner Zeit vermutlich wirklich noch etwas weit heraus ist. Also ich versuche mich mal an einem Erklärungsansatz. Bei der Transformation geht es jetzt darum, alle Unternehmen mitzunehmen und vor allem auch die, die quasi jetzt überspitzt gesprochen mit den Buchstaben E, S und G noch so gar nichts anfangen können und hier quasi Basisarbeit zu leisten. Und ich erkläre mir das auch so, ich habe mir das mal angeguckt, die Sparkassen wenden zum Beispiel bei ihrer Kreditvergabe und bei der Beurteilung von Klimarisiken rein ein Scoring-Modell an, das quasi auf Nachhaltigkeitsrisiken geht. Denn die Aufsicht, die BaFin, sagt quasi und erwartet von Kreditinstituten, dass sie ihre Nachhaltigkeitsrisiken zukünftig auch in ihrer Kreditprozessbearbeitung quasi berücksichtigen. Da ist noch gar kein Thema vom Thema Nutzen oder Impact. Das heißt, die Banken und gerade die kleineren, klar, die Sparkassen sind im DSGV organisiert, aber das ist jetzt quasi gerade die zentrale Herausforderung, die Nachhaltigkeitsrisiken messen und bewerten und beurteilen zu können. Die größeren Banken, wie wir als BaFin zum Beispiel, haben uns ein eigenes sogenanntes ESG Assessment aufgebaut, das aus dem Dreiklang besteht, dass wir uns den Nutzen einer Finanzierung anschauen. Und da sprechen wir von jeder Einzelfinanzierung. Wir schauen uns das Risiko einer Finanzierung an und wir beurteilen auch gleich noch, ob gewisse Reputationsrisiken für uns auch aus ESG-Risiken resultieren. Die DZ-Bank hat zum Beispiel auch so ein Impact-Modell aufgebaut. Wir haben eine 100% Privatkundenbank, das ist die Deutsche Kreditbank in Berlin. Auch die haben quasi so ein Impact-Modell aufgebaut. Das orientiert sich dann sehr stark an den Sustainable Development Goals der UN. Und dann wird quasi gemappt, zahlt meine Finanzierung positiv auf eines dieser Ziele der SDGs ein. Ja, das wird kommen, aber das ist eben auch die, würde ich sagen, Extrameile, genau, solche Banken aktuell gehen. Und bei allen anderen liegt der Fokus wirklich darauf, wie halte ich meine Regulatorik ein und wie komme ich hier meinen Forderungen nach. Und Banken sind immer einem jährlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess unterzogen. Und hier werden zukünftig eben auch Nachhaltigkeitsrisiken mit einfließen, die dann wiederum zu einem Kapitalaufschlag führen könnten. Das heißt, die Banken schauen aktuell einfach sehr stark, weil es auch von der Regulatorik so getrieben ist, nur auf Nachhaltigkeitsrisiken. Ja, es liegt natürlich auch in der ganzen Logik auch von Ratingmodellen entsprechend angelegt. Ja, also dass man sozusagen genau diese Logik von Eigenkapitalhinterlegung und über Risiko abbilden muss. Und man muss ja auch gestehen, eine Bank wird ja letztlich nie Beteiligte auch der Unternehmenschancen, sondern sie sind ja letztlich Geldgeber und Finanzierungsgeber, Fremdkapitalgeber. Aber vielleicht gibt es ja auch ganz andere Modelle, in die wir denken können für die Finanzierung von zukunftsweisenden Projekten oder auch, wie du sagtest, Johannes, vielleicht gibt es ja auch Projekte, die nicht direkt sozusagen kurzfristig zu einem Cashback führen, sondern die langfristig einzahlen. Und da würde mich schon auch interessieren,
Ah, Johannes, welche anderen Formen der Finanzierung, innovative Finanzierung gibt es da? Und vielleicht gibt es ja da auch Potenzial, dass Banken dort eine Rolle spielen können. Also auch, es gibt ja auch interessante EU-Instrumente, Patricia, magst du vielleicht dann auch, was Besicherungen und so weiter anbetrifft, später dazu was sagen? Aber zunächst mal die Frage, welche Formen der Finanzierung nutzt ein Unternehmen, das sich auf den Weg eben der Zukunftstauglichkeit macht, sonst noch? Also ich bin jetzt sicherlich kein Finanzierungsexperte, was die verschiedensten Formen anbelangt. Wir bei uns sind sehr klassisch finanziert, muss ich sagen, tatsächlich ausschließlich über Eigenmittel und eben Bankenmittel. Wobei es schon gerade in der Biobranche zum Beispiel das Thema Crowdfunding ein mittlerweile sehr, sehr beliebter Finanzierungsansatz ist, und weil es eben schon stark dieses Involvement von Menschen, die eben Impact leisten wollen, bietet. Und da glaube ich schon, dass das ein durchaus guter Ansatz sein kann, ergänzend zu einer klassischen Bankenfinanzierung. Ist bei uns, für uns bislang jetzt kein konkretes Thema gewesen, aber schon eins, mit dem wir uns zusätzlich auseinandersetzen. Ja, und da wird es dann auch spannend, weil ich glaube, Patricia, die Frage ist ja auch, die Geschäftsmodelle von Banken, das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch gezeigt, es sind schon ziemlich unter Druck geraten, und jetzt kommen natürlich noch zusätzliche Aspekte hinein, die auch zu berücksichtigen sind. Gibt es denn da Potenzial in diesem neuen Feld, wo sich jetzt vieles auftut und wo wir gemeinsam an einer Zukunft arbeiten, an einer enkeltauglichen Zukunft arbeiten, wo man auch sagen kann, inwieweit kann sich eventuell auch das Geschäftsmodell einer Bank wandeln, also so grundlegend? Klar, ich bin überzeugt davon, dass sich das quasi mitwandelt, denn ich sehe das so, dass wir Banken mit unseren Kunden, großen Kunden, im Wesentlichen in einem Boot sitzen. Ja? Wir haben viele Gesetze und regulatorische Anforderungen, an die wir uns gleichermaßen zu halten haben. Das heißt, wir können hier und das finde ich persönlich sehr schön, auch mal auf der guten Seite sein und ein Teil der Lösung sein. Denn je nachdem, wie wir die Kreditvergabe steuern, können wir auch ein gesamtes Wirtschaftssystem natürlich umlenken. Und das ist für mich, hat auch die Frau Jeromin gerade vorhin gesagt, das ist die zentrale Aufgabe des Finanzsystems, dass wir hier eine zentrale Schlüsselrolle einnehmen bei der Transformation der Geschäftsmodelle. Und wir haben sehr langjährige Kundenverbindungen, und wir sehen uns hier ganz klar als ein Enabler, der vor allem seine Kunden auch während des Transformationspfades, ja, auch wenn die Kunden heute noch nicht grün, begleiten, denn da stecken auch für uns die Potenziale drin. Das heißt, wir schließen keine Kunden aus, die heute noch nicht grün sind, sondern wir machen uns gemeinsam auf den Weg und gemeinsam Gedanken, wie können wir das schaffen. Und da kann ein Beispiel, zum Beispiel, jetzt spreche ich natürlich sehr stark für die Kreditseite. Wir vergeben hier vor allem Kredit von einem Transformationskredit zum Beispiel, wo der, es nennt sich dann ESG-Linked-Loan zum Beispiel, wo ein Kredit an ganz bestimmte ESG-Kriterien gekoppelt ist. Also zum Beispiel an das Nachhaltigkeitsrating eines Unternehmens. Und wenn dann das ESG-Rating sich verbessert, dann sinkt auch der Zins. Und wenn sich quasi die Nachhaltigkeitsperformance verschlechtert, dann würde dieser Zins steigen. Und weil du es vorhin, Blanke, angesprochen hattest, durch diese Zinssteigerung, das, was dann die Bank mehr oder weniger mehr verdienen würde, kann dann in soziale Projekte investiert werden. Das heißt, dann kommt auch dieses Stichwort Social Impact Banking quasi. Das ist auch ein Begriff, der jetzt immer öfter zu hören ist, auch hier ins Spiel sozusagen. Ich bin aber, Johannes, ganz deiner Meinung, dass es letztlich incentiviert werden muss, nachhaltiges Wirtschaften, dass es nicht zur neuen Selbstverständlichkeit werden sollte, sondern dass wir gemeinsam einen Startpunkt definieren, Kunde und Bank, dann gemeinsam schauen, wo wollen wir hin, und diese Fortschritte werden auch entsprechend incentiviert. Noch eine Rückfrage stellen, Blanka, oder vorweg ich zu sehr dazwischen. Auch zu dem, was du vorher noch gesagt hattest, Patricia, wenn ich es richtig verstanden habe, du hattest ja gesagt, dass es ein eher risikobasierter Ansatz derzeit noch ist. Und verstehe ich das dann aber eigentlich richtig, dass das in der Konsequenz bedeutet, dass ein Unternehmen, keine Ahnung, dass man in einem großen Agrarindustriekonzern, Bayer oder wer auch immer, der jetzt grundsätzlich mal vielleicht nicht 100% ESG-konform in manchen Dingen ist, wenn er
dann irgendwelche Projekte umsetzt, die zur Nachhaltigkeit beitragen, die grundsätzlich positiv ja zu bewerten sind, dass der dann eine bessere Kondition bekommt, obwohl er grundsätzlich auch sehr viel, sage ich mal, viel Schlechtes und ja, das Gute drumherum hat, als jetzt Unternehmen wie wir Lambsbräu oder viele andere, die sich gänzlich der Nachhaltigkeit und das schon seit Jahrzehnten verschrieben haben, aber halt jetzt vielleicht nicht so risikolastig ja, sind. Ich weiß, was du meinst. Also das wird gesteuert über Limite- und Ausschlusskriterien. Wir bei der Ballner, wir haben ein, das nennt sich bei uns Leitplanken der Transformation, da haben wir Policies formuliert, ganz klare Policies zur Rüstung, zu Atom, zu Öl und Gas, also zu verschiedensten Themen. Und dort sind ganz klare Leitplanken quasi vorgesehen, wann wir ein Unternehmen bei einer, ist ja dann eine zweckgebundene Finanzierung, von der wir sprechen, wenn jetzt so ein Unternehmen, wie du gerade angesprochen hast, irgendwie seine Fahrzeugflotte auf neutral stellen möchte, CO2-neutral. Genau das, was du sagst, dass ein gewisser Umsatzanteil ja nicht überschritten wird, dass er nicht zu 80% Rüstung macht und 20% sind dann quasi genau die Dinge, von denen du gerade gesprochen hast und das finanzieren wir, sondern das ist an ganz harten Ausschlusskriterien, die sich an unter anderem am Umsatz zum Beispiel orientieren, festgelegt, plus dort sind auch ganz klare Leitplanken festgelegt, an was sich das Unternehmen dann auch zu binden hat, was genau im Kreditvertrag quasi festgelegt wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rüstungsunternehmen habe, das 50% Umsatzanteil in Rüstung macht, dann, und der Rest ist zum Beispiel Automotive, dann fällt das Unternehmen für uns komplett raus. Sowas machen wir nicht mehr. Also das lässt sich über Limite- und Ausschlusskriterien steuern und das machen immer mehr Banken. Und auch Asset Manager. Spannende Frage. Ja, da kommt wieder der Gedanke von Christina auf. Wir brauchen ja auch sozusagen Zwischenlösungen für die Transformation. Ja, also ich könnte mit euch jetzt wirklich ganz lange, ich finde es so super spannend, aber ich schaue ein bisschen auf die Uhr und wir hatten jetzt, eigentlich war der Plan, sozusagen wir wechseln in dieses Fishbowl-Format, würden jetzt die Christina Jeromin auch gern wieder zurückholen in die Runde. Lieber Michael, wenn du, ja genau, da bist du, vielen herzlichen Dank, du warst ja noch da. Und jetzt besteht sozusagen die Möglichkeit, ich sehe auch schon, dass ein paar Fragen eintrudeln bei Fragen und Antworten. Für euch, liebe alle, die ihr teilnehmend seid, ihr könnt nun direkt ins Fishbowl geholt werden. Und wir haben 3 freie Plätze, wovon allerdings immer nur 2 wirklich besetzt werden. Und sobald ein 3. besetzt wird, würde ich eine Person bitten, wieder rauszugehen. Ihr, liebe Patricia, Christina und Johannes, eure Plätze sind fix. Ihr dürft gerne hier sitzen bleiben. Und dann gucke ich mal. Ich würde gerne, ich sehe hier eine Frage, ich würde gerne den Franz Kies, lieber Michael, reinholen in die Runde. Blanka, kurz zur Unterstützung. Ich würde dir noch vorschlagen, auch den Bernd Hümmer, der hat auch schon mehrere Fragen. Gut, wunderbar. Habe ich auch schon gesehen. Vielen Dank dafür. Bernd Hümmer und Franz Kies zunächst einmal in die Runde zu holen. Gerne das Video anmachen, dass wir euch auch sehen können. So, wunderbar, vielen Dank. Lieber Franz, du hattest eine Frage gestellt, die sehr spannend ist. Es ging ums Thema Transparenz. Magst du sie vielleicht direkt hier einbringen und dann schauen wir? Okay, es gibt also diverse ethische Banken, die veröffentlichen also alle Kredite, die sie ausgeben, sodass jeder weiß, den es interessiert, wo geht das Geld hin? Was ist da mit der Bayerischen Landesbank? Nicht nur die Bayerische Landesbank, sondern grundsätzlich erstmal alle Banken mit einem gewissen Schwellwert, sage ich, mit einer gewissen Größe, müssen ab diesem Jahr, aber auf jeden Fall verpflichtend ab dem Jahr 2023, transparenter dahingehend werden, welche Finanzierungen taxonomiekonform sind. Das machen sie mit der sogenannten Green Asset Ratio und dann werden die Banken im Zielbild auch vergleichbar, dass sie quasi
die Umweltbanken, aber quasi alle anderen größeren Banken auch mit dieser Green Asset Ratio nachweisen können, wie nachhaltig ihr Finanzierungsportfolio tatsächlich sein wird. Das stellt uns noch vor einige Herausforderungen und wir eruieren gerade unser taxonomiekonformes Geschäft. Aber da sind die Umweltbanken natürlich in einem ganz anderen Zuschnitt in den letzten Jahren gewesen, als wir das gewesen sind, hatten da natürlich auch einen anderen Fokus drauf. Und jetzt wird dieser Fokus auch zunehmend bei den, ja, bei den großen Banken quasi auch kommen. Aber es dauert noch, denke ich einmal, 10 Jahre oder so, 20. Nee, ich habe ja gerade gesagt, ab dem Jahr 2023 muss diese Green Asset Ratio veröffentlicht werden. Ja, schon. Aber jetzt, das hat ja nichts mit Transparenz in dem Sinne zu tun, dass man wirklich einzelne Kredite sehen kann, wer was bekommt. Oder? Also es ist am Ende eine Kennzahl. Ja, eine Kennzahl. Man hat in 2021 mal so einen ersten Test gemacht. Da kam raus, die Green Asset Ratio für den deutschen Bankensektor liegt bei ungefähr 8%. Das würde dann bedeuten, okay, der deutsche Bankensektor hat ungefähr taxonomiekonformes Geschäft von 8%. Ja. Aber man könnte es noch runterbrechen auf einzelne Portfolios. Zum Beispiel, wenn Sie es zu den SDGs mappen, dann können Sie quasi sagen, so und so viel meines Portfolios zahlt ein auf das SDG, kein Hunger, keine Armut, saubere Energie, solche Dinge. Aber dass ich den konkreten Kredit an Sie jetzt ausweise, das macht man nicht. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich da kurz reingehen kann, also die Green Asset Ratio ist ja jetzt vor dem Hintergrund, dass Atomkraft und Erdgas da auch Teil von sein werden, lächerlich. Und es wird letztlich also eben zu keiner relevanten Veränderung hinsichtlich der Ausweisung kommen. Das wird die Banken vor eine große Herausforderung stellen, weil die Annahme ist letztlich, dass man dann die klassische Green Asset Ratio ausweist mit Atomkraft und Erdgas drin und dass unter Umständen einfach eine Art von Schattenbuchhaltung geführt wird, wo man als Bank guckt, wo stehen wir denn wirklich hinsichtlich Nachhaltigkeit. Ja. Das ist für die Banken super unattraktiv und sehr viel Arbeit auf dem Weg hin zu einem klareren Transparenzbild hinsichtlich Nachhaltigkeit. Und Frau Posch, Sie sagen richtig, man kann ausweisen, inwiefern sich Kredite an den 17 Nachhaltigkeitszielen orientieren. Aber die Problematik, wo wir uns ja alle mal ehrlich machen müssen, wir haben keine standardisierte Messung, wie die Wirkung eines Kredits auf eins dieser Ziele aussieht. Und Sie sagten eben, der ESG-Linked Loan, da beziehen Sie sich auf ESG-Ratings. Und hier ist ja der Fall, jedes Unternehmen, also wenn Sie sich 10 verschiedene Bewertungen von 10 verschiedenen ESG-Ratings für ein Unternehmen angucken, da kommen da 10 unterschiedliche Ergebnisse raus. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Es fehlt an einheitlichen Standards. Und da ist es dann, ich verstehe Sie total, wenn Sie sagen, die regulatorischen Herausforderungen für die Bankenwelt sind enorm. Und das ist tatsächlich so. Also gerade seit der Finanzkrise ist der Finanzmarkt ein hochregulierter Bereich. Und jetzt müssen wir aber schauen, dass wir nicht in dieses Momentum kommen, zu sagen, Regulierung ist per se nur ein Schmerzpunkt, sondern Regulierung muss und kann helfen. Nämlich genau bei dieser Unsicherheit, wenn Sie seitens der Bayerischen Landesbank eine Green Asset Ratio ausweisen, die Ihnen, die mit Reputationsrisiken daherkommt, weil man die Ihnen letztlich irgendwie um die Ohren werfen kann, weil da eben sehr viel drin ist, was nicht grün ist, dann haben Sie als Haus ja auch nichts davon. Und das ist genau der Punkt, wo Regulierung Klarheit schaffen muss, um Sicherheit zu generieren. Das sehe ich genauso wie Sie und auch wir und auch der DSGV sieht das äußerst kritisch. Also gerade die Atomkraft, ich finde, da sieht man, dass in Europa einfach zwei unterschiedliche Ansätze aufeinanderprallen, die jetzt hier in die Taxonomie gebracht werden. Und da bin ich auch bei Ihnen dann die Glaubwürdigkeit letztlich auch in Frage stellen. Ich glaube, Franz, also Ihre Frage ging ja auch wirklich darum, konkret jedes Einzelinvestment nachvollziehen zu können und sozusagen auch eine Form von Mitsprache zu machen. Das ist natürlich eine Frage, inwieweit es also auch auf einer Ebene der Bayerischen Landesbank überhaupt möglich ist oder ob man dann nicht sozusagen auf Ebene einer Regionalbank beispielsweise dann spricht. Und ich möchte jetzt noch einen Aspekt reinbringen. Wir haben jetzt viel über Regulatorik gesprochen. Ich glaube auch, es ist wirklich wichtig, liebe Christina, das finde ich auch. Aber ich denke, diesen Kulturwandel, den auch jetzt du, Johannes, angesprochen hast und Bernd, du jetzt auch adressieren möchtest,
der ist ja eigentlich mal die Grundvoraussetzung. Das ist ja die innere Haltung, sozusagen etwas anders zu machen. Das findet sich ja in keiner Regulatorik wirklich wieder. Also das kann man ja kaum messbar machen. Aber Bernd, was war denn dort dein Anliegen, ganz konkret hier in die Runde zu bringen? Naja, ich wollte auf das hinweisen, was heute Nachmittag Johannes Jansberger gesagt hat, dass das entscheidende im Unternehmen der Kulturwandel ist und dass man nur über eine andere Kultur nachhaltig was verändern kann. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, aus meiner Beobachtung sehe ich das bei der Finanzbranche heute noch nicht. Ich freue mich total, wenn ich in der Presse lese, dass die Finanzbranche sagt, sie finden das schlecht, dass jetzt die Kernenergie auch grün werden soll in der Taxonomie. Aber als Managementlehrer und Berater frage ich mich ja schon, wie kriegen wir den Kulturwandel in den Banken hin? Weil nur dann wird sich nachhaltig was ändern. Ich sehe die Sparda Bank in München als gemeinwohlbilanzierend. Ich sehe die Ebonat Bank in Nürnberg, die ethisches Banking machen will. Da gibt es bestimmt schon viele Ansätze. Aber bei den Großbanken, da geht es immer noch ums Geld verdienen. Also gestern waren es Emerging Markets, vorher waren es Agrarprodukte, heute ist es ESG. Was kommt morgen? Und mich würde interessieren von den Insidern in der Finanzbranche, Frau Jeromin, Frau Posch, wo sehen Sie da diese Löwenzahnsähnchen, dass vielleicht mal was passiert auch da? Also in meinen Augen sind es nicht Löwenzahnsämchen, sondern, und ich arbeite 13 Jahre in der Branche, ich kenne sie sehr gut, da passiert sehr viel. So, und eine Haltung, ein Kulturwandel, der kommt natürlich auch in dem Moment, in dem, und ich glaube, da müssen wir müssen aufpassen, dass wir diese Nachhaltigkeitsfrage nicht gegen Wirtschaftlichkeit stellen. Die Banken sollen und werden auch zukünftig Geld verdienen. Das ist ihr Kerngeschäft. So, ne? Solange wir in dieser Verfasstheit wirtschaftlich sind, ist das ihr Kerngeschäft. Banken sind keine ethischen Akteure. Banken haben Verantwortung für das Geld ihrer Kundinnen und Kunden. Das heißt, Banken müssen Risiko oder Risiken reduzieren und Chancen nutzen. Und tatsächlich von diesem Momentum des Geldverdienens wegzukommen. Wenn wir das vorher machen wollen, bevor wir die Finanzbranche nutzen, um die Klimakrise zu besiegen, dann sage ich Ihnen, werden wir das nicht schaffen. Sondern genau in diesem ökonomischen Prinzip liegt die Möglichkeit, Kapital freizusetzen für die Transformation. Und hier ist es wesentlich, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, der Kulturwandel muss vor allem auch auf Vorstand- und Aufsichtsratebene passieren. Wir sehen zunehmend, dass Voraussetzungen für die Übernahme von solchen Mandaten ist, dass man in diesen Bereichen gut ausgebildet ist, weil es muss in die Strategie der Häuser kommen. Und da ist es zum einen durch die Regulatorik und zum anderen aber durch die Nachfrage auf KundInnenseite. Also wenn Sie mal schauen, über 80% der Menschen würden gerne nachhaltig investieren und ihr Geld nachhaltig anlegen. Unter 10% haben es bis dato gemacht. Das heißt, da haben wir eine riesige Lücke zwischen Bedarf in der Gesellschaft und das, was schon seitens der Finanzbranche aufgenommen wird über konkrete Produkte. Und hier ist meines Erachtens nach der Punkt, wo wir alle gemeinsam über die Potenziale, aber auch über die Grenzen des Finanzsystems sprechen müssen, weil wir alle sind irgendwo investiert, wir haben irgendwo eine Bank, wir sind irgendwo versichert. Wie viele von uns haben da schon angerufen und gefragt, was mit unserem Geld passiert? Die wenigsten. Dann auf der anderen Seite die Frage, die Unterstützung der Unternehmen. Herr Ernstberger hat eben gesagt, eigentlich spielt es noch gar keine Rolle, dass wir nachhaltig sind und damit ja eigentlich zukunftsfest. Und das bekommen wir aber nur über entsprechende Standardisierung und Regeln hin, dass diese Werte eine Rolle spielen in der Kreditvergabe. Da passiert sehr viel. Wie gesagt, im Ausbildungsbereich, um die Beratung zu stemmen. Also da muss ich sagen, glaube ich, bringt es uns nichts, das Rumhacken auf der Finanzbranche, sondern da würde ich dazu anregen, auf die wirklich großen Innovationsschritte in den Häusern zu gehen. Und da ist am Ende auch nicht alles grün, was glänzt. Natürlich haben Sie da recht. Das Ding ist nur, nutzen wir jetzt dieses Potenzial oder bleiben wir in dieser Abwehrhaltung? Und tatsächlich ist Strukturwandel auch eine kapitalistische Frage, auch eine wertschöpfende Frage. So ist das. Ja. Bernd, bevor du. Ich möchte gerade reingehen, Planka. Ich würde gerne ins Fischbowl wenden, dass der Markus Hölzel bittet um Eintritt ins Fischbowl. Ich kann ja was dazu sagen noch. Ja, und dann, lieber Franz Kies, vielen Dank für deinen Beitrag. Ich würde deinen Stuhl dann freimachen
Und ich sehe auch, dass Christoph Mandl die Hand gehoben hat und würde auch diesen dritten Stuhl schon besetzen. Und Bernd, wenn du geantwortet hast, dann darfst du gerne deinen Platz freimachen. Ja, gerne. Also ich habe da so rausgehört, also ich kenne das alles, ich komme ja aus der Wirtschaft, ja. Aber ich habe rausgehört, Banken sollen Geld verdienen, aber nicht ethisch handeln. Und genau da muss ich Ihnen widersprechen. Da habe ich es halt verstanden, da freue ich mich. Denn ethisch handeln macht ja nur dann Sinn, wenn ich einen Konflikt habe zwischen Geld verdienen und Ethik. Und dann mich für die Ethik zu entscheiden und gegen das Geld, das wäre für mich wichtig und das würde ich mir bei der Finanzbörse wünschen. Und das ist auch der Kulturwandel, den ich mir wünsche. Und vielleicht haben wir uns da jetzt falsch verstanden, aber das möchte ich nochmal ganz gut dagegen halten. Es geht schon auch für Banken um ethische Verantwortung. Das schließt das Geldverdienen nicht aus. Danke und jetzt bin ich auch raus. Genau das habe ich gesagt. Das eine darf das andere nicht konterkarieren. Ja. Und dann sind wir uns einig. Vielen Dank, Bernd, für den interessanten Beitrag. Wir begrüßen zwei neue Teilnehmende im Fishbowl, Christoph Mandl und Markus Hölzel. Ihr dürft euch jetzt streiten, wer den Anfang macht. Markus, lass das Mikro schon aus, also dir das Wort. Ja, ich denke, der Johannes Ernstberger hat vorhin einen Punkt hier aufgebracht, das war Crowdfinanzierung und Ähnliches. Mein Eindruck ist ein bisschen, wir haben doch heute die Schwierigkeit, dass es einerseits Projekte gibt, Startups gibt, Investitionen gibt, die im Prinzip genau die gewünschten Nachhaltigkeitsklima, SDG-Ziele anstreben. Gleichzeitig gibt es unendlich viele Anleger, die gerne in solche Projekte ganz spezifisch investieren wollen. Und meiner Ansicht nach, und das mag schon mit der Regulatorik zusammenhängen, Banken, mit Ausnahmen, glaube ich jetzt mal von einigen Ethikbanken und nachhaltigen Banken, es eigentlich nicht schaffen, dass diese Projekte im Prinzip die Finanzgeber finden, weil sie im Prinzip in einer Art und Weise immer alles über den Markt sagen wir, und Kennzahlen steuern und eigentlich nicht so sehr den Marktplatz eigentlich auch schaffen, auf dem die Projekte und die daran interessierten Geldgeber zusammenfinden können. Ich denke, das wäre eigentlich ein ganz wichtiges Element, dass im Prinzip hier auch, sagen wir, eben nicht nur sich dann im unregulierten grauen Bereich im Prinzip für Geldgeber mit Projekten finden, sondern dass, da gerne drauf dass eben im Prinzip Banken hier wieder eine klare Vermittlerrolle eigentlich übernehmen, um diese Möglichkeiten und damit natürlich auch einen viel größeren Hebel erzielen zu können. Wie sehen Sie das? Gerne. Ja, gut, ja, also ich gebe Ihnen recht, Herr Hölzle, also Banken geben nicht so gerne Risikokapital. Das liegt jetzt auch nicht in unserer DNA und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Lösung, an der wir gerade arbeiten, nennt sich Scale-Up-Fonds. Und in diesem Scale-Up-Fonds geben wir quasi Eigenkapital, um genau das zu tun, was Sie gerade gesagt haben. Wir sehen das auch. Wir sehen kleine Startup-Unternehmen, die heute schon die Technologie haben, die für große Unternehmen relevant ist. Wir geben quasi Risikokapital geschützt in einem Fonds rein für genau solche Projekte und versuchen die schon in einem sehr frühzeitigen Status, von dem Sie ja gerade gesprochen haben, zu finanzieren und zu fördern, um dann irgendwann auch die klassische Finanzierung anschließen zu können, wenn das Unternehmen eine gewisse kritische Größe einfach erreicht hat. Und das ist bei uns auf jeden Fall so. Das wird bei anderen Häusern auch so sein. Die DKB macht das zum Beispiel über Crowdfunding und Crowdsourcing. Aber aus meiner Sicht bietet dieser Scale-Up-Fonds, den wir da jetzt aussetzen, eine wirklich ganz gute Chance und auch für uns natürlich die tolle Möglichkeit, an solchen neuen Technologien möglichst nah dran zu sein. Inwieweit wird denn so ein Scale-Up-Fonds jetzt also für einen Johannes Ernstberger oder also ein klassisches KMU dann auch interessant sein? Ja, ist interessant. Ja, sind quasi vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die quasi, ja, die Technologie heute schon haben, aber die Infrastruktur und die finanziellen Mittel nicht. Die würden sich dann quasi bewerben für eine Finanzierung bei diesem Fonds nach bestimmten Kriterien. Und genau. Ist es nur um Technologie tatsächlich oder was ist da der Fokus dann? Weil also Technologie kann ich natürlich schnell upscalen. Jetzt ein Unternehmenskonzept, wie das der Neumarkt der Lambsdorff
ist auch gar nicht Sinn und Zweck, das unendlich schnell und groß abzuscalen. Also mein Eindruck ist, auch so eine Gesellschaft wie die Patrizia, zum Beispiel so eine Immobiliengesellschaft, haben jetzt solche Fonds aufgesetzt und alle setzen erstmal, um auch Erfahrung zu sammeln, an der Technologie an. Und wir tun das auch am Maschinenbau. Mhm. Gut, vielen Dank, Markus. Ich sehe schon im Hintergrund. Geh einfach wieder raus, dann ist auch laufen die Drähte heiß, genau. Das neue Reinkommen. Aber Christoph ist noch da, Christoph Mandl. Was bewegt dich beizutragen in dieser Runde? Ja, mich bewegen mehrere Punkte. Erstmal, Johannes, vielen Dank dafür, dass du in deiner Präsentation vorhin zwei Bilder hattest, die genau mich betreffen, nämlich Waldbrände und Borkenkäferfichten. Das ist das Drama unserer Wälder in Deutschland. Es ist also Not da, definitiv, vielen Dank. Und dann wollte ich aufgreifen den von dir, Christina, viel zitierten Schulterschluss zur Realwirtschaft. Ich glaube, da haben wir extrem viel Handlungsbedarf noch auf Seiten der Banken. Also der erste Punkt ist der, wir haben mit dem Cluster Wald, Forst, Holz einen Bereich in Deutschland, der mit mehr Arbeitnehmern unterwegs ist als die Automobilindustrie. Wir haben ein Drittel unseres Landes ist Wald. Das sind 11,5 Millionen Hektar. Wir haben aber keinen Sachbearbeiter in irgendeiner Bank sitzen, der in der Lage ist, eine Bestandswertermittlung für ein Stück Wald durchzuführen. Der kann zwar eine Sachwertermittlung, eine Vergleichswertermittlung und eine Satz, was für eine Ermittlung von Immobilien in der Stadt durchführen, aber im Wald passiert da gar nichts. Konkret einfach erlebt, jeden angesprochen, na, da müssen wir Experten hinzuziehen, ich bin Forstingenieur, ich bin der Experte, ich kann Ihnen das vorrechnen. Ist also eine realwirtschaftliche Andockbarkeit überhaupt nicht gegeben. Wir müssen also erst einmal in dem, was wir realwirtschaftlich in Deutschland haben, nacharbeiten, dass die Leute in den Banken in der Lage sind, auf operativer Ebene wirklich Dinge einzuschätzen, und zwar unter den Gegebenheiten der realen Wirtschaft und nicht unter den Gegebenheiten von Finanzmarkt, Logarithmen oder sonst irgendwas, sondern es muss einfach erstmal erkennbar sein für den Sachbearbeiter, wie läuft mein Wirtschaftskonzept. Der zweite Punkt ist der, dass ich bin ein sehr großer Skeptiker, was Crowdfunding betrifft, weil ich glaube, dass die meisten das Thema Crowdfunding gar nicht richtig gesellschaftsrechtlich einschätzen können, was das auch für Risiken birgt, wenn ich dort investiere und wenn mein Crowdfunding in die Hose geht. Deshalb würde ich mir sehr wünschen, und da wäre auch ein Hinweis auf die Zukunft, tatsächlich nicht nur diese Upscale-Fonds da zu machen, sondern wirklich solidarische Finanzierungsformen zu entwickeln, die die GWÖ ja auch mit fördern möchte, um zum Beispiel, wie wir es machen, mit einem Förderverein, der dafür Sorge trägt, dass Finanzierung von dem Erwerb von Waldgrundstücken laufen kann, ohne dass es wirtschaftliche Risiken gibt, dass sowas akzeptabel wird. Wenn ich mit solchen solidarischen Finanzierungsformen zu einem Sachbearbeiter gehe, dann guckt er mich groß an und sagt, wovon reden Sie? Wieso gibt es hier eine Gruppe von Menschen, die sich zusammentut und für eine Finanzierung gerade steht? Ich bräuchte dann von jedem Einzelnen erstmal muss der komplett durchleuchtet werden, ob der kreditwürdig ist, dann muss jeder Einzelne unterschreiben in der Gruppe, dann muss es Verpfändungserklärungen von sonst was geben und hinterher muss der Geschäftsführer immer noch bürgen. Also das ist auf gut Deutsch gesagt eine Lachnummer in dem, was da passiert. Und ja, warte mal, Christoph, bevor du, warte ganz kurz, vielleicht, dass also auch darauf reagiert werden kann, Christoph. Ja, genau, aber das sind die drei Punkte. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr Realwirtschaft betrachtet, insbesondere auch auf Nachhaltigkeit, Dinge wie Renditeerwartung, Laufzeiten anpassen. Der Wald hat eine Laufzeit von 350 Jahren. Wenn ich da mit einer Laufzeit von 10 Jahren rangehe, dann habe ich gerade mal ein Pflänzchen, das ist so groß geworden. Das ist, wir müssen an die Realwirtschaft anpassen. Und insbesondere, wenn wir über Nahrungsmittel, Grund und Boden, Landwirtschaft, Wald, über all diese natürlichen Ressourcen reden, reden wir über andere Zeiten als das, was sich ein Finanzsektor wünschen will. Ja, der Finanzsektor wünscht sich an sich nichts, sondern der Finanzsektor basiert auf einem System, das wir machen. Das heißt, dieses System ist modifizierbar. Die Zeitlichkeit ist 100%, stimme ich dir zu, eine Herausforderung. Zu dem ersten Punkt. Und das hatte Johannes Ernstberger ja schon mal angesprochen. Wir arbeiten mit den falschen Zahlen, nämlich mit nicht vollständigen Bilanzierungen. Gerade mit der Frage, was ist denn ein intaktes Ökosystem wert? Und zwar nicht der tote Baum, der geschlagen auf dem Holzmarkt,
verkauft wird, sondern der Baum, der nicht geschlagen wird, stehen bleibt, einen Beitrag leistet zur CO2-Umwandlung etc. pp. Diese Biodiversitätskriterien, ne, wo es nicht nur um einzelne Aspekte geht, sondern tatsächlich das Konglomerat der, eines Habitats, hat kein Preisschild. Und es ist ehrlich gesagt zu viel verlangt, beziehungsweise ich wünsche mir nicht, dass jede Bank einzeln da Preisschilder vergibt, weil dann haben wir nämlich wieder diesen, wie die Kritiker es ja häufig sagen, grünen Dschungel, wo dann irgendwie es kann. Dann haben wir Preise südlich von München und Preise nördlich von Berlin. So, und dann hast du, und damit kommst du auch nicht zu einer gezielten Marktbewegung. Und das ist aber genau das, worüber ich gesprochen habe, als ich sagte, wir brauchen klare Standards, weil die Unterhaltung zwischen Finanzbranche und Realwirtschaft wird deutlich leichter, wenn wir standardisierte Definitionen, klare Preisbildungsmechanismen haben. Weil dann muss sich nicht jeder irgendwie einzeln die Frage stellen, und ich, Frau Posch, Sie geben mir wahrscheinlich recht, Sie sind komplett überfordert davon, in Ihrer Bank zu jedem dieser Themen im Rahmen der Biodiversität beispielsweise eine Expertin, einen Experten zu haben, der Ihnen das jeweils für Ihr Haus rechnet, sondern Sie müssen ja auch im Wettbewerb mit anderen AnbieterInnen da einen verlässlichen Grund und Boden zur Erhebung der Zahlen haben. Also die Forstwirtschaft ist ja ein abgedeckter Wirtschaftssektor, der von der EU-Taxonomie mit abgedeckt wird. Und wenn die EU-Taxonomie für mich einen Sinn ergibt, dann den, dass es ein Kompass ist, wo quasi, es sind ja einzelne Kriterien, einzelne technische Bewertungskriterien, wo Experten auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse quasi diese technischen Bewertungskriterien da quasi einfließen lassen. Und ich kann dann quasi reingehen und kann mir in diesen Taxonomy-Kompass anschauen, was für Aktivitäten sind an welche Bewertungskriterien gekoppelt, um eben gerade Ihren Know-how-Vorsprung, den Sie da haben, irgendwie dem auch irgendwie begegnen zu können, ja, und mich heute schon auf wissenschaftlich fundierte Dinge hier quasi fokussieren zu können. Aber um auch ehrlich zu sein, dem Thema Biodiversität und Kreislaufwirtschaft, dem nähern wir uns gerade erst noch. Also alles, ja, alles genau. Gerade nur also, um das Thema Klimawandel. Und ja, ich muss auch sagen, da war vorhin eine Frage bei Fragen und Antworten, ist denn die Taxonomie eigentlich schon in Kraft? Ja, die ist in Kraft, allerdings nur über einen ganz begrenzten Teil Umweltziele und genau. Auch hier eher sogar noch schwerpunktmäßig Klimaziele. Genau. Also wir haben tatsächlich noch eine Riesenlatte an Dingen, die zu definieren sind, also eben was schon Markus angesprochen, soziale Taxonomie und auch Governance hattest du angesprochen, Christina. Und auch im Bereich Umweltschutz ist ja noch einiges zu definieren. Also da haben wir schon noch eine lange Reise vor uns. Christoph, vielen Dank für deine Fragen und deinen Beitrag. Ich habe jetzt noch, ich muss auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben noch gute 3, vielleicht 5 Minuten. Und jetzt habe ich noch einen reingeholt in die Runde, den Herrn Thomas Mönius. Und jetzt weiß ich, die Antje, wolltest du auch einen Beitrag, wolltest du auch fragen oder bist du eher in deiner Rolle der Moderation hier? Du meinst mich jetzt? Ja. Ich hätte noch Anklopfende, die mit ins Fischbowl wollen, aber wir haben nur noch. Dann noch eine zweite dazu. Ja, noch eine zweite dazu. Ja, dann dazu, den Matthias Rausch würde ich gerne noch dazu bitten zum Fischbowl. Super. Und die, es Thomas. Gibt noch eine Frage, die können wir dann im Anschluss noch vielleicht stellen von Sebastian Neuchel. Aber genau. Wir gucken, wie wir das mit der Zeit schaffen. Aber wir müssen langsam zum Ende Alles kommen. Gut. Genau. Thomas, gerne. Ja, hallo zusammen. Ich habe 2 Fragen. Eine an die Frau Jeromin, wahrscheinlich mit einer Kurzantwort möglich, zur Taxonomie. Diese Themen Atom und Gas, das ist ja im Moment noch in der Diskussion. Ich habe jetzt gelesen gehabt, am 18.01. hätte da die Entscheidung fallen sollen. Scheinbar wird es immer weiter geschoben. Wann wird es denn definitiv entschieden? Das wäre die Frage. Und die andere Frage konkret an die Frau Porsch. Mir geht es um den Punkt, dass die Großbanken aus meiner Sicht immer nur reagieren, wenn wieder neue Regulatorik kommt und nicht vorangehen. Wenn alle Banken so vorgehen würden oder alle Unternehmen, dann gäbe es keine Neumarkt der Lambsbräu in der Form und dann gäbe es keine GLS-Bank. Und deswegen mal ganz konkret meine Frage zu diesen ganzen Regularien, die Sie da haben. Sie haben das vorhin mal beschrieben mit Kennzahlen und Ausschlusskriterien. Und mich würde mal interessieren, das Thema Kohleindustrie. Weil die letzte Zahl, die ich kenne von Urgewalt, dass die Bayern LB noch knapp 1 Milliarde
Finanzierung in der Kohleindustrie drin hat. Und mich würde mal interessieren, wie das aktuell ausschaut und wie da Ihre Strategie ist. Christina. Ja, dann vielleicht ganz kurz, ganz schnell. Ich kann es Ihnen leider nicht genau sagen, weil die Sache, Sie sagen, es wird permanent verschoben. Einige Mitgliedstaaten drängen darauf, dass es nochmal eine breite Konsultationsphase zu der Einwebung von Atom und Erdgas geben soll. Des Weiteren haben Österreich und Luxemburg Klage gegen Prozessfehler im Rahmen der Taxonomieverordnung eingereicht. Unbestimmt, kann es leider nicht sagen. Und zu meiner Frage, Herr Mönius, ja, Banken reagieren im Moment sehr stark. Natürlich auf die Regulatorik müssen sie auch, aber die BaNeB zum Beispiel ist ein öffentlich-rechtliches Institut und gehört ja dem Freistaat Bayern. Und gerade dieses Handeln mit einem öffentlichen Auftrag, ja, und im Sinne eines ehrbaren Kaufmanns, das ist eigentlich unsere DNA. Dagegen haben wir ja ein paar Mal verstoßen, auf jeden Fall, aber das ist trotzdem Kern der DNA, eine redliche Unternehmensführung. Und was Banken auch schon seit vielen Jahren haben, ist eine Compliance. Also gerade an der Ecke G gibt es schon einiges. Verhaltenskodizes, Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, solche Geschichten. Und das, was Sie angesprochen haben, sind unsere Policies, die wir haben. Ja, wir sind noch in Kohle investiert und das sind alles sehr langlaufende Finanzierungen. Das heißt, bis die auslaufen, dauert das natürlich auch noch eine Weile. Wobei ich dazu sagen muss, wir stehen in einem sehr engen und guten und auch vertrauensvollen Austausch tatsächlich mit Urgewalt. Und wir haben eine neue Kohle-Policy an den Start gebracht. Die können Sie sich auch gerne angucken auf unserer Homepage. Wir haben jetzt erstmals Ende letzten Jahres als sogenannte Leitplanken der Transformation alle unsere Policies öffentlich gemacht und auch die Urgewalt als eine NGO war quasi in diesen ganzen Prozess der Überarbeitung dieser Kohle-Policy, so wie sie jetzt quasi in Kraft ist, mit eingebunden und hat uns da dann am Ende auch bestätigt in vielen Diskussionen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und diese Leitplanken, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, ich habe es gerade vor mir, sehen zum Beispiel vor für Bestandskunden, dass wir nur noch bestehende Geschäftsfinanzierungen für, wenn der Kohleanteil an der gesamten Stromproduktion nicht mehr als 30% ausmacht. Und diese Schwelle wird jetzt sukzessive reduziert. Also sie wird in 25 auf 25% abgesenkt und in 2030 dann auf 5%. Wir orientieren uns hier am Klimaschutzgesetz. Und was uns auch wichtig ist, was ich auch gerne nochmal betonen möchte, was ich vorhin auch gesagt habe, ist, wir schmeißen nicht jetzt die Kunden raus, die noch nicht grün sind, sondern wir wollen sie genau bei diesem Pfad begleiten. Und wir wollen auch genau das, was der Johannes vorhin angesprochen hat, vermeiden, dass wir ja noch sehr viel Geld in Unternehmen geben, die eben nicht sich an diesem Dekarbonisierungspfad auch orientieren. Und bei Neukunden zum Beispiel ist diese Schwelle noch niedriger gesetzt. Und so wollen wir quasi sukzessive im Einklang mit dem Klimaschutzgesetz und auch im Schulterschluss mit unseren Kunden quasi sukzessive hier auch unser Portfolio und unser Exposure natürlich abbauen. Und genau, tun das. Klingt doch sehr gut. Ich schaue es mir an. Ja, es ist ein Weg, den wir gemeinsam beschreiten müssen. Das heißt ja auch nicht umsonst große Transformation. Und wir haben es ja vorhin auch gehört in den Gruppen, auch die große Transformation beginnt erstmal mit einem Schritt und wenn es auch ein kleiner ist, also immerhin eine Bewegung nach vorn. Lieber Matthias Rausch, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Also die Bitte an dich oder an Sie ist, kurze Frage und dann ja, müssen wir schon langsam zu Ende kommen. Dann schauen wir mal. Danke. Halt so kompakt wie möglich. Also die steuernde Wirkung, über die wir gerade gesprochen haben, das ist ja alles richtig. Nach meinem Verständnis ist das heutige Finanzsystem mit der Geldschöpfung aber an zwei großen Problemen beteiligt. Nämlich zum einen führen sie dazu, dass die Wirtschaft wachsen muss und zum anderen führen sie zur Kapitalkonzentration. Und wenn wir diesen Aspekt mit reinnehmen, dann langt eine rein steuernde Wirkung aus meiner Sicht eigentlich nicht. Also es bräuchte weitere Mechanismen und das könnte zum Beispiel ein Schuldgeld oder Negativzins sein, der eben für nicht nachhaltige Projekte und Investitionen viel, viel größer ist als für sozial nachhaltige oder ökologisch nachhaltige Projekte, um diesen Wandel nochmal zu verstärken. Wie ist da Ihre Sicht darauf? Sie sprechen jetzt konkret von der Incentivierung. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, ich sag mal eher von einer
von einer klaren Bestrafung zur Reduzierung der Geldmenge, wenn ich in nicht nachhaltige Projekte gehe. Also ich weiß nicht, ob Incentivierung der richtige Begriff ist, weil der bedeutet niedrigerer Zins, wenn ich was Gutes mache. Genau, so ist es bei uns. Von höherer negativer Zins, wenn ich etwas nicht Nachhaltiges mache. Also aus meiner Warte heraus zum Beispiel, wir haben in unserer Nachhaltigkeitsstrategie verankert, dass alle Finanzierungen, wir schließen ja wirklich sehr langfristige Finanzierungen ab, die über 2040 hinausgehen, die im Klimaschutzgesetz quasi zugemessenen CO2-Emissionen einhalten müssen. Und da stellen wir uns selbst noch die Frage, wer trägt denn dann die Kosten? Also wir als Bank tragen die Kosten wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt eine Finanzierung habe, die über 2040 hinausgeht, die CO2-Emissionen nicht einhält, dann würde ich schon sagen, dann spreche ich da schon von so einer Art Strafzins oder Strafgeldern, die dann der jeweilige Kunde zu tragen hat auf der Finanzierung, wenn die entsprechenden Emissionen Grenzwerte quasi nicht eingehalten worden sind. Herr Rausch, das ist die Diskussion rund um den sogenannten Green Supporting Factor und Brown Penalizing Factor. Also indem man sagt, okay, nachhaltige Investments werden gefördert oder Kreditziele und dass tatsächlich dann das die nicht nachhaltige Wirkung bestraft. In dem Moment, in dem wir aber keine einheitliche Definition haben, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist, wird es sehr schwer, im Markt genau diese Faktoren anzusetzen, wenn wir sagen, es muss einen Wettbewerb und vor allem eine Gleichbehandlung von allen Kundinnen und Kunden geben. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diesen allgemeinen Standards nähern. Bei der Kreditvergabe an sich, überhaupt bei jeder Investition, ist aber auch immer zu bedenken, dass wir Risiko und Rendite gewichten und transparent offenlegen müssen. Nur weil beispielsweise eine Investition nachhaltig ist, ist sie nicht notwendigerweise risikoärmer beispielsweise. Das heißt, wir müssen schauen, wo setzen wir die Incentivierung so, dass sie auf der anderen Seite keine Stabilitätsgefahr für das Finanzsystem mitbringt. Und wenn wir bestrafen, wie transparent bestrafen wir, dass das absehbar für die jeweiligen Kundinnen und Kunden ist, sodass sie ihr Verhalten auch ändern können, um der Bestrafung zu entgehen. Und da braucht es klare Definitionen. Aber beide Antworten haben jetzt letztendlich beinhaltet, dass man an dem Ansatz, dass mehr Geld entsteht durch entsprechende Förderung der richtigen Projekte, also das adressiert ja alles in das Thema Richtung grünes Wachstum. Und ich sag mal, da gibt es jetzt ja durchaus Sichten, die eben sagen, es darf kein Wachstum mehr geben, sondern wir müssen in ein Postwachstum kommen. Und unter diesem Aspekt funktioniert diese Idee, Geld zu schöpfen, per se nicht mehr, weil Geld schöpfen heißt, ich muss es irgendwo erwirtschaften und das kann ich nur durch Wachstum erwirtschaften. Matthias, das ist eine super spannende Frage. Und da glaube ich, wird uns heute der zeitliche Rahmen nicht reichen, zumal wir ja hier auch mit einer Bank sprechen und die nun mal, deren Geschäftsmodell nun mal auch daran liegt, dass Geldschöpfung eben ihre Grundlage ist. Also insofern eine super spannende Diskussion, aber ich denke, wir müssen es hier abbinden, auch mit Blick auf die Zeit. Und ich möchte Ihnen, euch allen, wirklich danken für diesen super Fishbowl. Also es war für uns auch ein Experiment. Ich weiß nicht, wer von euch schon ein digitales Fishbowl mal mitgemacht hat. Ich finde, es ist recht gut gelungen und fand auch jetzt alle Beiträge, die kamen, sehr spannend. Und ganz herzlich, Matthias, ich darf dich bitten, oder beziehungsweise den Michael bitten, den Matthias von der Bühne zu holen. Und dann würde ich gerne euch allen, die ihr noch sichtbar seid, bitten, einmal zu lächeln. Und dann macht der Michael von Gerichten ein schönes Foto noch von uns zum Abschluss. Und genau, einmal kurz. So, vielen Dank. Also ich glaube, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich denke, wir könnten jetzt wirklich noch eine Stunde darüber weitersprechen, weil dieses Thema bewegt uns alle in wirklich, also gerade die in Wirtschaft sind, in großem Umfang. Und wir arbeiten an einer großen Aufgabe und haben noch viel vor uns. Das ist natürlich anspruchsvoll einerseits, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass wir viel zu tun haben und unsere Talente auch gut einsetzen können. Ganz herzlichen Dank für all eure Zeit,
für alle Antworten, für Inspirationen, die ihr gegeben habt hier an dieser Stelle. Und vielleicht bis auf bald und einen schönen Abend euch noch. Ebenso, vielen Dank. Danke für die gute Moderation und auch Organisation. Top geklappt. Da kann ich mir nur anschließen. Dankeschön, war perfekt. Dankeschön. Und mir bleibt dann eigentlich nur Ihnen, euch allen, die jetzt zuschauend sind, auch einen ganz herzlichen Dank auszusprechen für all die tollen Fragen. Ich möchte auf jeden Fall eine Person, die wir heute überhaupt noch nicht gesehen haben, aber die im Hintergrund schwitzt, glaube ich, ganz besonders danken. Das ist der Michael von Gerichten von der Gemeinwohlökonomie Bayern. Der hat technisch alles wunderbar gelöst. Ganz lieben Dank dir, Michael. Applaus von unserer Seite für diese tolle Arbeit. Und alle, die teilgenommen haben, dürfen... Ja, da ist er schon. Hallo. Ja, wie schön. Sehen wir dich auch nochmal. Ein Gesicht. Und darf ich ankündigen, dass per Post was kommt, Michael, oder greife ich jetzt, also genau, allen Mitwirkenden, die dürfen sich freuen, es kommt in der nächsten Zeit, ich will jetzt noch nicht den Zeitrahmen nennen, weil sonst weiß ich nicht, was genau geplant ist, ihr dürft euch überraschen lassen, es kommt was per Post, ein kleines Dankeschön. Dir auch, liebe Antje, vielen Dank für deine Unterstützung im Hintergrund und jetzt bleibt mir eigentlich nur dir, Michael, Markus, das Wort zu geben, dass du uns einen Ausblick auf morgen gibst. Ist das richtig? Ganz kurz, denke ich mal. Zeit ist fortgeschritten. Vielen Dank an alle Beteiligten hier auch nochmal von meiner Seite, an Christina Jeromin, an die Patricia. Jetzt habe ich den neuen Namen schon wieder vergessen. An den Johannes Ernstberger und natürlich an die beiden Moderatorinnen, die Bianca Blanca und die Antje. Ich denke, es war wirklich sehr vielfältige, spannende Diskussion. Wir hatten gehofft, dass es, glaube ich, auch durchaus ein bisschen kontrovers wird. Das ist es sicherlich auch geworden. Insofern glaube ich mal, hat jeder hoffentlich ein paar Gedanken, die er mit nach Hause nehmen kann. Und wir, glaube ich mal, fühlen uns in jedem Fall in der Gemeinwohlökonomie Bayern motiviert, glaube ich, an den Punkten auch aktiv mitzuwirken, die ja genannt wurden, im Prinzip an der Standardisierung, im Prinzip an einer werteorientierten Definition auch von wirtschaftlichen Aktivitäten. Und damit, glaube ich mal, nehmen wir das auch durchaus mit als eigenes Incentive. Und zu diesem Thema, denke ich mal, kann ich auch überleiten zu morgen. Wir haben morgen, glaube ich, mehr nochmal mit den Unternehmen einen spannenden Austausch geplant und Vernetzung geplant zu den Werten der Gemeinwohlmatrix, wo wir, glaube ich, wieder mit guten Beispielen versuchen, eben im Prinzip hier, glaube ich, auch in den Austausch zu treten, zu lernen voneinander. Und insofern stehen morgen da, glaube ich, auch spannende Workshops an. Und ich freue mich, alle, die sich für morgen angemeldet haben, ab 9.30 Uhr wieder zu begrüßen und dann auch einen spannenden zweiten Tag des Bayerischen Forums Unternehmens der Gemeinwohlökonomie zu erleben. Vielen Dank, einen schönen Abend und ich denke, ich freue mich auf weiteren Austausch, weiter Feedback und nochmal ein Dankeschön an alle, die heute so aktiv mitgewirkt haben. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss.